Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Super Mario Party. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Spielbrett und schauen uns das in dem heutigen Part mal genauer an. Gut, dass ihr wieder am Start seid. Das freut mich sehr. So, wenn wir mal Mikrofon hier richtig einstellen, das ist manchmal noch eine, ja, kleine Primelei. Vor allem, bis es alles wirklich so ist, dass es passt, aber es ist im guten Prozess, also das wird. So, die Spielregeln kenne ich selbstverständlich schon. Ich habe einmal Mario, so wie will ich jetzt das mal mit drin haben. Immer wieder Peach, Yoshi, ja komm, und Luigi nehmen wir das. Ah, ich dachte, ich könnte irgendwas öffnen, so von unten. Gut, die nehmen wir. Natürlich bin ich Mario. Natürlich sind auch alle anderen normal, das ist ja auch ganz klar. So, das hat den letzten Part schon gemacht. Wir haben noch das hier, das hier, das hier, das hier, also ein paar. Haben wir noch vor uns. Wir machen einfach mal, würde ich sagen, mit Space Land weiter. Das passt alles. Unser Minispiel kann alle Arten sein und los geht's. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es hat die Zeit auf eine Stunde jetzt gestellt. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, dass es nicht losklickt. Sonst wird es ein bisschen langes jetzt, Baby. Ja, das wird so passen. Auf jeden Fall. So, jetzt mal. Was ich weiß, ach, keine Ahnung, was das ist. So. Also, ein Superstar. Besiegte einen bösen König und gab der Galaxie einen Frieden zurück. Doch trotz dieses Friedens droht die Galaxie erneut das Unheil. Okay, also sie brauchen einen Stern, deshalb einfach gesagt. Und darum geht es doch, dass wir möglichst viele Sterne sammeln. Sache, in der ich vielleicht tatsächlich nicht ganz so gut bin, aber mal sehen, wie es wird. Ne? Oh, es wird ja doch ganz gut. Übrigens, die Leute fragen, wieso ist es denn seit, aber nicht mehr ganz die Kamera, aber die Kamera ist hier straight vor mir. Und mein Gameplay-Bildschirm, der ist halt dieser Rest. Zwar deswegen ein bisschen nach alles gesehen links, für mich gesehen rechts. Jetzt nichts gravierendes. Nicht so, dass der Mann allein geht jetzt. Also, so, da haben wir eine Zahl. Und wenn jemand drauf geht, dann verringert dieses. Worum es geht? Naja. Also, über einen brettzelnden Satellit mit dem Aussehen von Bowser. Okay, ich glaube, der ist. Könnte ein bisschen ungefährlich und ungemütlich werden. Das ist nur eine leise Vermutung von mir. Vielleicht steckt da auch nichts dahinter. So. Jawoll, 10 Tage, ich fang an. Das ist es. So, dann kommt Yoshi. Dann Luigi. Und dann Peach. So muss das. Ja, aber ein paar Münzen. Was will man mehr? Ich weiß es nicht. Ja, da gibt es einen Stern. So, wie man aus den Pisten an der besten und effizientesten natürlich hinkommt. Darum geht es ja auch hier. Aber möglichst effizient die ganzen Spiele versucht zu lösen. So, also das ist noch ein bisschen experimentell mit dem Mikro, ich hoffe, das klappt einigermaßen. So. Ja, ist auf dem Duckfeld gelandet. Ja, so muss das. Das ist halt ein Pilz, jawohl. Cool, gewürfelte Fellanzahl plus 5. Das ist es. Ha! Oh. Out! Und für alle ätzend, wenn dann so ein
blödes Dings da kommt. Mann, wie jetzt, was machst du denn wieder? Auch gleich ein Doppelwürfel gehalten. Das ist so ein. Immer eine andere Aus, immer wie so ein Glücksspiel, muss man. Der Glücksfeld, muss man so sagen. So, 4-Spieler-Minispiel. Okay, kratzende. Okay, keine Ahnung. Ach, man muss ja wohl ein schneller sein. Oh nee. Ich glaube, ich werde das so hart verlieren. Besten immer möglichst inhalten, aber das ist viel einfacher gesagt. Wie getan! Weil ich meistens auch so rein scheiße. Mist. Eigentlich wäre die letzte Runde wirklich lustig gewesen, aber egal. Okay. Gut, erste Minispiel, das mit X, das war wohl nix passiert. Okay, Round 2. Mario ist am Zug. So, und es wird gewürfelt. Okay, wird irgendwer gejagt. Mal mal, was jetzt passiert. Und ich bin auf dem Glücksfeld gelandet, jawollo. Eine Rasse bekommen, das ist ja cool. Mit Mikrofon muss man was haben, das ist wirklich richtig, richtig. Eins sollte, dass es wirklich passt. So, fast der Generalschlüssel da ist, habe ich nicht ganz aufgepasst, aber das. Bestimmt immer von Rabatt werden. Oh, ich bin besser müde. Einfach nicht beachten. Lies, hast und beachte es. Oder so ähnliches. Sind wieder auf ein Itemfeld. Es gibt eine Speedslide aus dem Itemfeld. Das kann alles sein. Okay, jetzt um, dass man einfach möglichst viele Wellen schlägt. Ich verstehe. Oh, man hätte einfach nichts rausholen dürfen dabei, verstehe. Sehr belastend. Ah, das ist halt abläuft. Das heißt, wenn ihr das jetzt verkackt. So wie hier, gewinnt Peels. Was, da bin ich erst ein bisschen dumm. That's how life is, isn't it? I would say so. So, Round 3 machen wir noch hier. Weiß gar nicht, wie viele Runden es gibt. 15. Eigentlich sonst immer 10 Runden. Never. So, jetzt haben wir Luigi. 7, das ist natürlich ein sehr großes Hals, haben wir mal. Oh, der Rampen ist einfach und das ja auch. So, Pete hat bis jetzt ein sehr viel Glück gehabt, sagen wir mal, ob ihr Glückstrainer weitergeht. Das ist alles offen. Ah, Gott sei Dank. Also muss man einfach auch Pässe im Leben haben. Sehr gut ist das. So, ich habe jetzt erst den wenigsten Münzen, das ist sehr ungünstig.
Was haben wir da mal? Großes Haus hin. Okay, da müssen wir einfach spielen. Gegen Bowser zu gewinnen? Ich glaube gegen Peach, ne? Ah, okay. Verstehe. Ach, das ist Peach in Bowser-Kostüm. Ja komm, das erfahren wir auf jeden Fall. Aber das ist ja irgendwie unfair. Okay, das war komisch mit dem Spiel. Aber hey, wir haben es gewonnen. Es gibt Münzen. Das ist doch mal die Hauptsache, ne? Du musst das. So, next round, next luck. So. Jawohl, 5, das ist stabil. Das Drangwissen verlierst nicht so stabil. Und das Ereignisfeld ist auch nicht sehr stabil. Weil immer werden die von diesen Zeigeist gejagt. Das ist doch so mal was. Das ist immer noch mal etwas. So, vielleicht mein Mikrofon runterhängt. Oder wenn es so von unten hier irgendwie. Ich weiß. Ich weiß noch nicht genau, wie ich mein Mikrofon eingestellt haben müsste, sodass es wirklich halt so ist, wie ich sagen würde, das passt mir so, wie es ist. Weil so wie es derzeit ist, ist es doch nicht so, dass ich sagen würde, ja, mir passt, wie es ist. Ich muss da erst Sony, das passt mir einfach irgendwie gerade vorne und hinten auch nicht. Warte mal, das will ich kurz. Ach, ich glaube, ich brauche einfach einen besseren Mikrofonarm, das wird so selten sein. Aber egal, wir gehen zum auf das erste über den Weg. Maybe it just works also like this. Müssen einfach mal schauen. So, neues Minispiel haben wir jetzt schon. Ich habe gar nicht aufgepasst, was wir machen müssen. Jawoll! Ich bin einfach rein zufällig durch irgendwelche Türen gegangen, was ich Gefühl hatte, da könnte was Richtiges dabei sein. Das ist es. Wildes Minispiel, macht Spaß. Oh, meine Kamera bei anschließend fällt mir. Jawoll, deshalb ist er mal gewonnen, so muss das. Das gibt einen fetten Daumen nach oben. Das ist doch viel so wild. So, und ich rutsche das paar wenige sind mal ein bisschen weiter nach oben. Auch das gilt. Du musst das. So, Runde 5. So, machen wir. Es gibt 15 Runden, also machen wir 7. Ungefähr. Pi mal Daumen. Jetzt und die anderen halt danach. So. Ja, passt. So, es habt nur komplett einen Überblick verloren, wo das Sternereignis ist. Und das eine Elementar in dem Spiel, was es gibt, ist. Verlier einfach einen Überblick, wo es ist. Das ist. Phänomenal, ich weiß. So muss das. So, und dieses Phänomenal, dass irgendwie ein Münzen geklaut worden. Ich habe nicht gesehen, ob es ist, bin aber Karma dafür, dass das hier danach drei Münzen hat liegen lassen müssen. Sagt ja, Karma ist abwärts und Karma kommt halt immer instant, so. Instant zurück. Und das ist immer sehr witzig, wenn Karma random instant zurückkommt. Jetzt sag ich, wie es ist, Leute. Ja, und dieses Projekt läuft so quasi ein bisschen parallel zu Zelda, damit halt eben nicht so alles halt Zelda läuft. So, das ist einfach eins, das habe ich jetzt mal so random voraufgenommen, weil ich jetzt einfach Zeit hatte und Bock hatte, mir das Game auch gerade ausgedient worden ist. Deswegen habe ich es in den letzten Tagen komplett aufgenommen, alles da werde. Hat dabei alles halt aufzunehmen, was dafür relevant ist. Deswegen können wir parallel eben so Zelda halt in meinem Part, ein paar Tage, ihr wisst Bescheid.
Das läuft dann auch über einen längeren Zeitraum, dass ich dieses LP-Projekt. Aber es wird wild werden. Das wird es auf jeden Fall. So, Rugby, Rampelei haben wir jetzt. So, was muss man denn eigentlich machen? Man muss ihn irgendwie umtackeln. Ah, okay. So, wer wohl hinbekommt. Das ist Minispiel aus Part 9. Ist halt richtig cool, dass die Minispiel halt alles aus alten Mario Partys waren. So, das war halt erst einfach. Natürlich hatten alle gewonnen, obwohl ich da die Drecksarbeit gemacht habe. Ne, also eine Seite da nur ich gewinnen. Das ist ja ganz, ganz klar. Also, damit bin ich nicht sehr einverstanden. Ne? Sag's, wie es ist. Sag's, wie es ist. Aber okay. Okay. Akzeptiert. So, Mario ist am Zug. Sagen wir doch mal, was hierbei rauskommt. 6. Okay. Ja, den hat eh noch gehört. Und von wem klammert dem Winzen? Vielleicht flieht sie das am meisten. Ich hoffe, dass der einfach... Ja, ich kann auch gar nicht A drücken. Und der auch nicht. 10 Münzen, weil Buu hat damit Angst vor den Gespenstern. Ach, dann ist ein Sinn. Und ich hab 10 Münzen mehr, jawohl. Einfach meinen Bruder abgezogen, denn das ist eigentlich schon erst A, sie. Ah, ich bekomme 3 Münzen. Oh, 20 Münzen, scheiße. Zu grump. Das Minispiel muss man es halt einfach gewinnen, weil es um so dermaßen viele Münzen geht. Also ganz gut aufpassen. Aufpassen, dass mir da nichts runterfällt. Ich glaube, das bekommen wir hin. Ich hab Schiss. Ja, aus dem Grund habe ich es nämlich Schiss. Scheiße. Aber da waren auch so viele auf einmal. Ey, was soll man denn da machen? Manchmal üben hat es so gut geklappt. Erst wenn der. Man konnte aber auch gar nicht links und rechts irgendwo. Oh, da wird's angefressen, dass Pete so viele Münzen bekommen hat. Ah, mein Pest, dass ich auf dem Feld gelandet bin. Mein Pest. So, Yoshi hat natürlich mal wieder Werkglück und landet auf einem Itemfeld und hat ein Doppel. Okay. So, was machen wir mit Luigi? Der zählt, würfelt 6. Und da kannst du erst eine Sterne holen. Okay, geisteskrank. Also, er hat Luigi jetzt den ersten Stern bekommen nach 6 Runden. In der 6. Runde hat er seinen ersten 6. Stern. Ersten Stern bekommen. Okay. Jetzt wissen wir mal, wo wir stehen. Sagen wir es mal so. So. Okay, da ist der nächste Stern. Keine Ahnung, ob ich da irgendwie in der Nähe bin oder nicht. Ach, was? Ja, wir werden es sehen. Und er. Okay, er hält auch ein Tor. Aber wenn man vor einem Tor steht, kann man das Schlüssel dann nutzen. Das ist gut zu wissen. Das Schlüssel erhält er natürlich dieses Tor. Ja, natürlich ist ein bisschen mit dem Spice. Das gibt's doch nicht. In der Aufnahme so extrem speed bin. So, und sieht ihr das weiter zum Stern? Oder war das ihre Mission? Die läuft zum zweiten Mal darüber, ey. Und schafft es halt nicht mal zum Stern.
Du hast ein kleines Bild verkackt. Aber okay. So. Vier Spieler Minigame. Steht jetzt an. Es war Kanoneninsel. Okay, muss man einfach draufbleiben, ist runterfallen. Ist halt auch einfacher gesagt, wie getan. In der Praxis verkackt man halt instant. Jawohl, das habe ich geschafft. Ein ganz brutales Spiel, überlegt mal so. Kanut wird auf die Insel geschossen, die Leute fallen runter und drängen runter. Ja, ich bin durch meine Party jetzt hier, wo Kinder. Das Spiel ist ab 6 freigegeben, let's go. Mario Time. Ab 6 Jahren. Freigegeben, Spaß. Eieieiei, kritisch. So, Runde 7. Wie es mit Runde 7 weitergeht, liebe Leute, das sehen wir im nächsten Part von Party Superstars. Nicht irgendwie Supermachparty. Ey, danke fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus und sag. Ha.